sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Tipp, 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 tipp und tipp. Ritter des Rechts. Tipp, 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 tipp und tipp. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Tipp, 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 tipp und tipp. Ritter des Rechts. Tipp, tipp, tipp und tipp. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was ihr auch tun. Wird es am Ende alles gut. Tipp, 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 tipp und tipp. Es ist, und da könnt ihr direkt wieder klatschen, heute ein verdammter Feiertag. Es ist wirklich soweit. Auf den Tag. Wir haben ein Jubiläum zu feiern. Wir feiern 7 Jahre Angela Merkel. Woo! 7 Jahre. Das ist ja, lange Zeit. Achso, ich meine, was? Ich habe mich heute den ganzen Tag schon gefragt, was muss schief gehen? 7 Jahre Angela Merkel. Hat sich da irgendeiner beim Zuprosten mit Alkohol nicht richtig in die Augen geschaut? Oder was ist da passiert? Aber ich finde eine Sache ganz gut, auch wenn man jetzt sagt, 7 Jahre Angela Merkel, man sollte sich der Endlichkeit allen Seins bewusst werden. Ja? Alle Dinge, ne? Ihr zum Beispiel, wie ihr da sitzt, ihr werdet alle irgendwann tot sein. War das der falsche Anfang für so eine gut gelaute Show? Habt ihr es gesehen? Themenwoche ARD. Ich dachte, das ist der neue Claim, so wie mit dem zweiten sieht man besser, ne? ARD, Sie werden sterben. Das hier haben wir uns nicht ausgedacht, das hängt überall. Sie werden sterben, lasst uns darüber reden. Und wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, was man vielleicht auch noch machen könnte als kleines Serviceangebot. Das sind Ideen for free, ja, die können Sie gerne haben bei der ARD. Falls Sie also noch irgendwie ein paar Ideen brauchen, wir wären dabei, wir designen Ihnen das auch. Das zum Beispiel, ja. Sie werden einen beißenden Geruch annehmen. Ja, stimmt ja, oder? Oder das hier, ne? Find ich auch, ich meine, ich finde, man muss alles, ne? Alles, was passieren kann, sollte man wissen. Sie werden unkontrolliert einstudiert. Lasst uns darüber reden. Wie läuft das dann? Schatz, ich habe heute unkontrolliert eingestuhlt. Ich wollte mit dir darüber reden. Einstuhlen allein? Nee, was findest du? Vollkacken oder was? Einstuhlen, das ist wie feine Leute das sagen würden. Ja, so, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich habe eingestuhlt. Ja. Entschuldigung, wo könnte ich denn hier einstuhlen gehen? Oder das für einige vielleicht gar nicht schlecht, ne? Sie werden ihre Kinder dann nicht mehr erkennen können, ne? Oder kann ich meine Einrichtung noch genießen? Ja, zum Beispiel, wenn man viel Geld ausgegeben hat für Möbel, ja? Ich denke schon, denn sie werden erst nach 2 Wochen gefunden. Lasst uns darüber reden. So! Wir haben, Auch war es das schon? Das war es erstmal schon. Aber auch war es das wirklich schon? Ich hatte gedacht, das so viel zu den guten Ideen, ja? Wir hatten aber auch, wie jede Woche, auch ziemlich viel beschissene Ideen. Aber ich finde, auch beschissene Ideen sollten es irgendwie in die Sendung schaffen. Obwohl man eigentlich sagen würde, die Idee ist zu schlecht. Und deswegen gibt es jetzt etwas Neues und das kommt hier. Musik, die es aus unerfindlichen Gründen leider nicht in die Sendung geschafft haben. Ganz ehrlich, ne? Und dafür haben wir den Proben gesagt, bau das nochmal neu. Das ist ja noch schlechter als vorher. Ich muss dazu sagen, ich habe in den Proben gesagt, ich hätte gerne am Schluss soll es knallen. Und dieses riesige schwarze Loch. Ja, na gut, ne? Aber ist doch viel geiler, wenn das... Nee, absolut, hast recht. Ja. Es ist schon geiler als vorher, aber es ist halt einfach... Naja, egal. Wir haben halt wirklich immer die Situation, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, ne? Dann kommt halt irgendwer besoffen morgens wieder in die Redaktion und sagt so, Leute, ich habe eine Idee. Und all diese Ideen haben wir einfach mal aufgeschrieben und haben uns mal die Mühe gemacht, einen ganzen Tag da freizumachen und zu sagen so, okay, wir setzen das mal um. Und all diese Ideen kommen jetzt hier. Rubriken, die es eigentlich nicht in die Sendung schaffen sollten. We'll be right back.
Ding dann? Schnick, schnack, schnuck. Du. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden heute das Rad nicht neu erfinden, aber wir werden es weiterdrehen. Wir hatten erfolgreiche Formate wie Wenn ich sie wäre, Wenn ich du wäre. Spiele, die in die Unterhaltungshistorie eingegangen sind, und jetzt kommt eine logische Weiterentwicklung. Ganz genau. Wir spielen heute Wenn ich ich wäre. Ich fange mal direkt an und sage, wenn ich ich wäre, würde ich mir ein Stück Kuchen holen. Kuchen. So funktioniert das nicht. Warum nicht? Weil das so einfach keinen Sinn macht. Da kann man ja alles sagen und einfach, das macht ja keinen Spaß. Klar macht das Spaß und schmeckt super. Vielleicht, wenn ich ich wäre, hole ich mir gleich noch ein Stück Kuchen. Ficken. Totgefickt. Voila, ich bin totgefickt. Angefickt und liegen gelassen. Das war ein bisschen angefickt. Nur ein bisschen angefickt, und ja. Dann habe ich freundlich gegrüßt und bin davon liegen gelassen, ja. Früher hat man ja gerne mal einen Schein genommen, einen Faden dran gebunden, diesen Schein auf die Straße gelegt, sich in ein Versteck begeben und diesen Schein, an dem man, wo jemand nachgreifen wollte, weggezogen. Ja, ist aber natürlich wahnsinnig langweilig. Wir sind mittlerweile älter, größer, vermögener. Ja, das heißt, wir können das Ganze mal auf eine neue Ebene bringen. Und deswegen machen wir das Ganze heute mit diesem Tresor und diesem unauffälligen roten Seil. Oh, die beißt an. Weißt du, wer der Fehler sein kann? Ja. Ich habe die ganze Zeit die Schnur auf Spannung, dann sehen die Leute die ja. Vielleicht gucken wir mal so mal. Verarscht! Da hätten wir kein rotes Seil nehmen sollen. Wenn der sagt aus dem Fahrrad, du Vollidiot. Ach, leck! Naja. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Bumsen. Anal. Analverkehr. Ich mach dir den Arsch kaputt. Ich scheiß dich zu, du geiles Schwein. Manege frei für den Rosettenkasper. Poppen, bis der Damm bricht. Ah, gut, ja, da hätte man drauf kommen können. Ja. Von den Machern der Meisterwerke Liebling, ich habe Joko geschrumpft und Liebling, jetzt ist Joko wieder normal groß, kommt jetzt Liebling, wir haben jetzt einen Riesen-Joko. Entschuldigung, darf ich ran? Ja, klar, bitte. Ach, sag mal, wie groß bist du eigentlich? 1,86. Die Rubrik nennt sich das Schweigen der Männer. Regeln erklären sich von selber. Man muss halt einfach die Klappe halten. Ne? Jegliche Äußerung von Tönen gilt als Niederlage zu werden. Warum sind wir gefesselt? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Alter, immer auf dieselbe Stelle, ey.
Der charismatische Coiffeur Klaas und der juvenile Junggeselle Joko befinden sich im beschaulichen Berlin auf Brautschau. Mit einer pfiffigen Idee versuchen die beiden bezaubernden Burschen endlich ihr lang ersehntes Liebesglück zu finden. Nice. Ich glaube, die mag mich. Ja, heißt ja nicht. Für jeden von euch. Ich kenne das. Nein, ja, ich nicht. Sehr schön. Hast du schön gemacht. Super. Jetzt reicht es aber, oder? Schade. Aber für heute hat sich der Traum der großen Liebe beim kühnen Kiebitz Klaas und dem jugendlich wirkenden Jungredakteur Joko ausgeträumt. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp! 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 Ja! Das ist einer der schönsten Momente in meiner Fernsehkarriere. Fernsehpreis, GQ Man of the Year. Scheiß drauf. Tipptopp, Tempelhof-Weltmeister. Wer hätte das gedacht, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, Glückwunsch, auch im Namen meiner Eltern. Ja. Ja. So scheiße war die Idee gar nicht. Da muss man raufkommen. Ja, ich bin Sachen, wo ich gewinne, die können nicht so schlecht sein. Das war schon eine außerordentliche Zeitverschwendung, dieser Tag. Ja. Tote Zeit, ne? Kriegt keiner wieder. Aus, ja. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen sinnvolle Zeit hier investieren, denn Sie sind extra gekommen aus Stuttgart, meine Damen und Herren. Begrüßt mit mir Herrn Berg. Jetzt du hast das gemacht wie Obama. Ja. Obama macht ja, nämlich, um diesen Brother-Dings zu vermeiden, macht er nämlich auch mal so. Mach mal, Joko. So, macht er auch mal so. Ne? Das war cool. Ja, gucken, genau. So. Was hat sie gesagt? Weiß ich nicht. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast heute. Ich freue mich sehr. Wenn man etwas über Höhen und Tiefen im Leben lernen will, dann von ihm. Er hat nämlich beides extrem durch. Ja, mittlerweile hat er sich, glaube ich, in so einer aggressiven Grauzone eingependelt. Er ist ein sehr sympathischer, sehr interessanter Gast, der vom Leben gelernt hat und vielleicht, wenn er gut drauf ist, heute ein bisschen was an uns weitergeben wird. Meine Damen und Herren, hier ist der letzte Punk Deutschlands. Hier ist Gunter Gabriel. Bring doch eine mit, stell dich mir so an. Du stehst hier die ganze Züge rum. Hast du auch gejellt? Das ist ganze Jahr. Bring doch mit und kümmere dich nicht drum. Bring doch eine mit, stell dich mir so an. Du stehst hier die ganze Züge rum. Entschuldigung, Violetta. Ja? Entschuldigung. Ja, Violetta, also das war eine Win-Win. War ein bisschen vor 40 Jahren nicht zu mir gekommen. Vor 40 Jahren. Ja, weil du da auch schon 50 warst. Nee. Herzlich willkommen hier bei Neo Paradise. Gunter Gabriel, ich habe. Das war für eine Band eben, die da. Das ist Helen Beck aus Stuttgart. Ich habe gerade gesagt, der letzte Punk Deutschlands. Der letzte? Ich glaube, so fast der letzte. Wie heißt der? Farin Urlaub hat mal gesagt, mit denen habe ich ja mal ein Duett gemacht vor Jahren mit den Ärzten. Ich bin der Älteste, aber nicht der Letzte. Es werden ja hoffentlich noch viele Punks kommen. Alle werden Weichei. Was ist das eigentlich, ein Punk? Also ich maße mir ja kaum an, das zu definieren, aber ich glaube, du kannst das besser beschreiben. Was ist denn ein Punk?
Im Punk ist ja schon mal einer, der mit einem steifen Mittelfinger geboren wird. Ja. Die Geburt, hat mir meine Mutter erzählt, war sehr schwierig. Und dieser Mittelfinger ist auch heute noch, man sagt ja hier in Deutschland fälschlicherweise Stinkefinger, das finde ich ekelhaft, ja. Sondern dieser Finger heißt, ich mache nicht alles mit, was die Obrigkeit mir befiehlt, ja. Ja. Nicht? Also ich bin erstmal dagegen. Ja, hallo, worum geht's mir dagegen? Das ist natürlich. Und das ist eben Punk, ja. Das ist natürlich erstmal so eine Einstellung, die natürlich oftmals, wenn du jetzt mal zurückschaust, ne, wir haben, glaube ich, sind bei 22 Straftaten, ne? Keine Straftaten. Nur im Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ja, genau. Das ist aber der Mittelfinger, ne? Absolut. Aber neulich hat mal eine Politessin, ja, die wollte meinen Motorroller da nicht geparkt haben, wo ich ihn geparkt habe. Und da hat die mich sowas von beschissen behandelt, ja. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, es geht auch alles ein bisschen netter oder hast du vielleicht deine Spirale falsch drin, ja. Und da habe ich natürlich durch diesen dämlichen Spruch, sie hätte ja sagen können, ich trage gar keine Spirale, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Ja, wie blöd von ihr, ne, dass sie da nicht drauf gekommen ist. Ja, also sowas Doofes, ja. Außerdem ist das doch keine Bella. Ich musste 7.000 Euro Strafe zahlen. Da stotter ich natürlich ab mit 100 pro Monat. Ja. Falls ich es überhaupt noch überlebe, ja. Ach so. Ja, ne? Hier, ja. Dem Sie werden erst in 2 Wochen gefunden. Wir hatten mal Ozzy Osbourne in der Sendung, ne? Und Ozzy Osbourne hatte so eine ganz dicke Biografie mitgebracht. Und immer, wenn man ihm was aus dieser Biografie vorgelesen hat, kam es mir immer so vor, als wäre er selber sehr überrascht, was da alles drinsteht, ne? Also war immer so, wow, yeah, I did that. Und jetzt gibt es auch eine Autobiografie von dir. An wie viel kannst du dich konkret erinnern? Oder ist das für dich auch immer wieder interessant, das zu lesen? Ja, es ist wirklich interessant. Also ich muss sagen, ich habe ja alles selbst geschrieben. Ich hatte zwar einen Ghostwriter dabei, ja. Aber der hat nachher so viel gekokst bei mir auf dem Schiff, ja, dass ich das selber in die Hand nehmen musste. Also, das Buch war ja begrenzt auf 250 Seiten und nicht wie bei Keith Richards, der hat da 600 Seiten. Ja. Es gibt ja noch ein zweites Buch, was ich vergaß zu erwähnen, ja. Nochmal es gibt natürlich ein paar geile Geschichten und die bin ich auch froh, dass ich die so erlebt habe. Ich muss sagen, mein Leben war unheimlich spannend, ja. Bis jetzt jedenfalls. Und da gibt es natürlich auch Lesungen, ne? Also Günter Gabriel liest, ich habe fast Günter Grass gesagt, Günter Gabriel liest aus seinem Buch und da haben wir auch einen kleinen Ausschnitt und das können wir uns mal anschauen. So, geh mal rüber. Das ist dein Platz. Haben wir ein bisschen andere Atmosphäre gewählt. Wenn man mal nicht so gute Zeiten hat, ne, ist es dann eigentlich empfehlenswert, in die Kneipe zu gehen, oder ist das eigentlich eher das, was man nicht tun sollte, so aus der Erfahrung? Also als ich merkte, dass man mich betrogen hatte, 1985, da war jede Jack Daniels Whiskyflasche bis auf den Boden leer. Erstmal. Weil du bist ja dermaßen erschrocken und frustriert auch wegen deiner eigenen Blödheit, dass es so weit gekommen ist, ja. Und da habe ich 2 Jahre wirklich schwer getrunken, ja, aus Frust, ne, um zu vergessen. Es ist natürlich letzten Endes richtig, dass man das macht, damit man den Frust mal los wird. Und deshalb lebe ich auch jetzt noch. Aber irgendwann muss das natürlich aufhören, sonst kriegst du ja nichts mehr geregelt. Ne? Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das, weil manchmal hört man das nur so ein bisschen romantisieren, dass das dann auch so Familienersatz wird und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da mal so reingucke durch so eine halboffene Tür, dass die Brüder sich da auch oft gegenseitig weiter runterziehen. Ne? Was ist die Realität? Ich bin ja Gott sei Dank Einzelgänger. Ich brauche die Gesellschaft überhaupt nicht. Ich hab das große Glück gehabt, dass ich mir einen Wohnwagen habe schenken lassen, einen alten Zigeuner-Wohnwagen. Da habe ich 10 Jahre auf der Autobahn gelebt, in diesem Wohnwagen, ja. Mit so einer alten Ford Granada. Und das größte Glück, wenn du in so einer Scheiße bist, ist einfach nur ein Mädchen, ja. Und da gibt es auch Frauen, die haben so einen Mutter-Theresa-Apparat drauf, ja. Und ich kann es noch erinnern, an Allertaler Tankstelle in A7 bei Hannover. Bist du der Günter Gabriel? Ist das dein alter Wohnwagen? Was ist denn mit dir los? Tolles Mädchen, ja. Stellte sich später raus, Fotomodell, Playboy-Titelbild, Stern-Titelbild und so weiter. Bingo. Und das war natürlich großartig. Und da hat sie gesagt, kann ich mal ein Wochenende mit dir mitfahren? Ich habe natürlich gleich eine Erektion gekriegt. Ja, selbstverständlich. Aber pass auf, jetzt kommt. Ja, nicht sehr. Ja, selbstverständlich. Ja. Sie ist aber 2 Jahre geblieben. Aus dem Wochenende wurden 2 Jahre so ein bisschen so Uschi-Obermeier. Wie lange hier die Erektion, ist da die Anschlussfrage?
Ich habe heute noch Schwierigkeiten, wenn ich morgens aufwache und der Schatten so über mein Gesicht fällt. Mein Gott, was ist das für ein ja. Und jetzt, pass auf, der Gag ist ja der, also jetzt muss man natürlich drüber lachen, der Gag ist ja der, sie wohnt hier heute in North Carolina, ist mit dem Ami verheiratet, ein paar Kinderchen gekriegt und sie hat mir neulich eine E-Mail geschickt und hat gesagt, die 2 Jahre mit dir waren die geilsten meines Lebens. Und das ist es eben, im Minimum kann es wunderbar schön sein, ja. Also ich glaube nicht, dass es Millionäre gibt, die so viel Spaß haben, wie arme Sünder wie ich in so einem beschissenen Tabakwohnwagen, ja, verstehst du? Also das ist eine wunderbare Erfahrung. Du musst da natürlich dann irgendwann mal raus wieder, ne? Ja, absolut, genau. Und das ist natürlich die Frage, wie macht man das? Aber kannst du quasi abschließend allen Leuten, die vielleicht auch mal in der Kneipe sitzen vor einem Bier und sich denken, ich habe keine Lust, dass morgen die Sonne aufgeht, weil dann alles wieder noch schlimmer wird und so. Was kannst du denen für einen Tipp mit auf den Weg geben? So eine konkrete Lebensregel. Ja, ist ganz klar. Wenn der Wecker klingelt, wenn überhaupt einer klingelt, fang erstmal damit an, deine Augen aufzumachen. Die musst du erstmal aufmachen. Und dann musst du mit deinem Kadaver aus dem Bett raus. Das musst du machen. Und da gibt es ja dieses eine Wort, ich will. Es reißt die Sterne dir vom Himmel, das eine Wort, ich will. Dieses ich will musst du drauf haben. Wenn du das nicht drauf hast, dann bleibst du bei Saturn unten liegen auf der Erde, wo die heiße Luft rauskommt, um Lüftungsschacht, dann bleibst du da liegen. Ja. Das ist auch nicht das Schlechteste, aber für mich nicht. Aber wenn man da rauskommen will, dann musst du sagen, ich will da jetzt raus mit Biegen und Brechen. Anders geht's nicht. Also, ich habe auf jeden Fall in meinem Kopf ein imaginäres neues Plattencover von Gunter Gabriel mit dem Titel Augen auf, ich will. Herzlichen Dank, das war Gunter Gabriel. Und vielen Dank, bleib ruhig noch sitzen. Denn die Band, die du dich dazu interessiert hast, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Hier sind sie nämlich nochmal. Hier sind aus Stuttgart. Hell and back. Saturn, zumindest ein Plattenregal. Schaut euch an, Helen Beck aus Stuttgart. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ne, aber es ist halt ein leidiges Thema in dieser Fernseh- und Filmbranche. Es gibt halt für nichts mehr Kohle. Ja? Keiner hat Geld, um irgendwas zu machen. Und da ist ein neuer Trend unter findigen TV-Pionieren, einfach zu sagen, Fiction für die Hälfte. Ja? Für 5 Mark das Fernsehen neu erfinden. Und es funktioniert. Berlin Tag und Nacht zum Beispiel. Ja? Wahnsinniger Erfolg. Absolut. Nur bahnbrechende Erfolge fast sogar. Und ja, wir haben uns gedacht, das können wir auch. Ja? Mit ganz wenig Geld ganz viel erreichen und wollten aber nicht den Fernsehmarkt revolutionieren, sondern das Kino. Und wir machen Blockbuster für weit weniger als die Hälfte. Hier ist eine neue Folge von Film Tag und Nacht. Die Fiction für die Hälfte Produktion 3,5 hat es gezeigt. Das Erfolgsprinzip von Berlin Tag und Nacht ist auch auf Filmklassiker anwendbar. Große Geschichten können auch für kleines Geld erzählt werden. Mit! Was redet der Typ? Willkürlich gecastete RTL2-Zuschauer entpuppten sich als wahres Schauspielergold und wurden über Nacht zu Leinwandhelden. Scheiße, Mann, ich brauche ein Leibbrot. Nein, mir geht's so schlecht. Wahnsinn. Wer braucht schon einen Brad Pitt oder einen Morgan Freeman, wenn du und ich oder dein Nachbar nur darauf warten, unsere überbezahlten Lieblingsstars mir nichts, dir nichts an die Wand zu spielen? Das will er doch nur. Er will, dass sie ihn erschießen. Wir haben erneut Kosten und Mühen gescheut, aufs Casting verzichtet, um dieses Mal den Beweis anzutreten. Batman geht auch in günstig. Heute habt ihr mir die Rolle von Batman übertragen. Ich spiele die Rolle des Jokers. Als ich dieses erfahren habe, dass ich Batman spiele, habe ich gedacht, oh Schreck. Ich fand's gut und habe mir gesagt, okay, ich versuche mal. Ich versuche mal, die Rolle zu spielen. Also ich konnte mich auf die Rolle eigentlich nicht vorbereiten, weil ich den Text gestern erst von euch bekommen habe.
nicht gleich auf den Kopf. Das verwirrt das Opfer. Siehst du? Du hast mich gesucht. Hier bin ich. Ich wollte sehen, wie du reagierst. Du hast 5 Menschen sterben lassen. Und dann lässt du zu, dass Dent sagt, er wäre du? Sogar für mich war das heftig. Wo ist Dent? Es gibt kein Zurück mehr. Du hast alles verändert. Für immer. Warum willst du mich umbringen? Ich will dich doch nicht umbringen. Was würde ich denn machen ohne dich? Etwa wieder Mafia-Dealer beklauen? Nein, nein, nein. Du machst mich erst vollkommen. Du bist Müll. Du tötest für Geld. Rede nicht so wie die. So bist du nicht. Auch wenn du es gern wärst. Du bist nur ein Freak für sie. Sie sind nur so gut, wie die Welt ihnen erlaubt zu sein. Ist doch so. Es kommt hart auf hart und diese zivilisierten Menschen fressen sich gegenseitig. Weißt du, ich bin kein Monster. Nur der Zeit voraus. Wo ist denn? Du hast nicht so viel Zeit. Du musst mein Spielchen mitspielen. Wenn du einen von ihnen retten willst. Einen. Wie du dich gehen lässt. Weiß habe von dir und seinem kleinen Spatz. Wo sind sie? Beim Töten geht es um Entscheidungen. Wo sind sie? Für das eine Leben oder das andere. Für deinen Freund, den Staatsanwalt oder seine liebliche Braut. Du hast absolut nichts. Nichts, womit du mir drohen kannst. So viel Kraft und nichts kannst du damit anfangen. Wo sind sie? Ich sag dir, wo sie sind. Und zwar beide. Das ist der Knackpunkt. Du musst dich entscheiden. Er ist in der 52. Straße und sie ist in der Avenue X, Ecke C0. Okay, danke. Aus. Der Unterschied zwischen Neoparadise und Hollywood ist, wir sind hier im Keller. Und Hollywood am Strand. Super. Wie gesagt, da möchte ich gerne T-Shirts von haben. Ne? Bei Neo Paradise sind wir im Keller, in Hollywood am Strand. Ja? Das ist richtig. Wir waren auch, wir hätten ja, oh, dir, ne, Joko, wir hätten die große Chance gehabt. Ne? Ja, aber jetzt du nicht so, als wir kommen. Das war wieder ein schön peinliches Wochenende. Soll ich das mal erzählen? Wir waren in New York am Wochenende durch einen Fehler im System, durch flüchtige Praktikantenarbeit oder so, hat irgendwer uns die Ehre zuteil werden lassen, bei den International Emmys, also eine wirklich, wirklich bedeutende Veranstaltung, einen Preis zu vergeben. Und dann waren da auch so, also so Fotografen, die haben dann erzählt bekommen, wer wir sind und so, ne, damit die auch ein Foto machen. Und wir standen dann da und hätten wirklich die Chance gehabt, mal großes Format zu beweisen. Ne? Aber Joko Winterscheid war es wichtiger, einen wirklich tollen Gag unterzubringen. Ne? Da muss man wirklich sagen, also Chapeau, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja? Aber aus gutem Grund. Ja? Was kann ich denn da jetzt sehen? Ja, du kannst alles dafür. Weil neben ihm steht Wotan Wilke-Möhring. Und dann denkt sich so, Joko, mit was für einem Gag könnte ich jetzt die internationale Journalie ein bisschen aufheitern, ne? Und dann kam er drauf, Hasenöhrchen, das ist witzig, ne? Du Vollidiot. Hey, sorry, das ist mein... Hasen, ey, ich hab ernst? Das ist das einzige Foto, das sie abgedruckt haben. Da bin ich nicht mal drauf. Hasenöhrchen. Ja, was kann ich denn dafür, dass sie nur diese... Die haben wirklich 50 Fotos gemacht, ja? Und das eine Foto nehmen alle, da kann ich schon wirklich nicht mehr. Das war so ein wacher Moment, weißt du, so ein Foto. Ich dachte so, jetzt oder nie. Das war mein Gunter Gabriel-Moment, ne? Ah. Na gut. Er erlöst mich. Vielen Dank dafür schon mal. Bei ihm ist eigentlich beim nächsten Gast ist immer so ein bisschen Gegenteilstag. Ja? Er ist der lustige Erfinder von den Comics, die da heißen nicht lustig. Stimmt gar nicht, sind nämlich wahnsinnig lustig. Aber spielen wir so ein schmutziges Spiel gerne mit. Ja, hier ist der unfassbar hässliche und gar nicht lustige Joscha Sauer. Thank you.
Das war ja geradezu süß. Diese Liebkosung mit deinen Lippen an ihrer Stirn. Und die schmeckt fantastisch nach Himbeeren. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass in dieser Sekunde Gunter Gabriel in seinem Wohnwagen eine Erektion bekommen hat. Joscha, es ist schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, nicht lustig, um einfach dich kurz mal den Leuten vorzustellen. Ja. Eine Comicserie, die ich persönlich über alles liebe. Ich glaube, ich kann dafür Klaas ebenfalls sprechen. Ja. Unfassbar lustige kleine Geschichten, die da mal erzählt werden. Wie muss man sich bei dir eigentlich so den Beginn eines Tages vorstellen? Ist es so, dass du aufstehst und sagst so, ach, jetzt hole ich die Stifte raus, jetzt male ich? Also ist das so ein Daily Job? Unterschiedlich. Nö. Es ist wirklich, mittlerweile hat sich der Job auch sehr verändert. Also früher war es tatsächlich so, dass meine Hauptaufgabe halt darin bestand, dass ich mir halt Quatsch ausdenken musste und den halt gezeichnet habe. Mittlerweile sind ja viele andere Sachen dazugekommen. Das heißt, man hat Tage, an denen man wirklich nur das macht. Man steht wirklich morgens auf, hat im Idealfall schon einfach Quatsch im Kopf, den man dann direkt irgendwie auf Papier bannen kann. Oftmals ist es aber auch einfach so, dass man dann halt vorm weißen Blatt Papier sitzt und denkt, das war's. So. Alles vorbei. Das war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Genau. Und das ist wirklich so. Also man sitzt dann auch teilweise sehr, sehr lange da und irgendwann ist halt Nacht und dann will man auch mal schlafen gehen und dann zaubert man da halt irgendwas. Und manchmal ist das auch gar nicht schlecht, weil ich habe das Gefühl, dass man Sachen auch manchmal zu sehr zerdenkt. Und in dem Moment, in dem der Kopf ohnehin schon so ein bisschen Banane ist, ihr kennt das. Ja. Ich würde mir wünschen, dass ich das von mir behaupten kann, dass Sachen mal zerdenkt werden. Das passiert eher selten. Aber so das ist, passieren aber, die meisten von diesen Bildern. Genau. Ist aber nicht so Jeff Koons-mäßig, sag ich mal, wo man dann überrascht ist, dass da eine ganze Armee von Designern dahinter steht, die einfach alles machen und er vorne kassiert, sondern du bist wirklich eine One-Man-Show, wenn man so will. Bin ich immer noch. Also tatsächlich reden wir ja gleich auch über ein neues Projekt jetzt, genau, was ich jetzt gerade in Angriff nehme. Und da brauche ich tatsächlich auch natürlich Hilfe von anderen Leuten und anderen Zeichnern. Aber die eigentlichen Cartoons und Comics habe ich immer komplett alleine gemacht und alleine getextet, alleine gezeichnet. Genau. Wir können ja mal kurz reingucken, denn du bist jetzt tatsächlich so ein bisschen ab von dem klassischen ich zeichne einen Cartoon, sondern hin zum animierten Trickfilm, sagt man, genau, ganz klassisch. Und so sieht das aus, was der Joscha da macht. Hör auf, das Gesicht zu verziehen. Ach, ich kann dir einfach nicht böse sein, wenn du so niedlich lächelst. Hast du denn Milch mitgebracht? Wer ist das? Guten Tag. Ich habe mich vorhin erhängt und dann hat ein Bär meinen Arm gegessen. Sowas. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du keine Arbeit mit nach Hause bringen sollst? Ich hatte noch keine Zeit, ihn wegzubringen. Ich hatte mir das Leben nach dem Tod irgendwie anders vorgestellt. Das ist das Leben mit dem Tod. Kannst du ihn bitte wegbringen, bevor wir frühstücken? Na gut, kommen Sie. Ich bringe Sie ins Licht am Ende des Tunnels. Hui. Und bring Milch mit! Nicht lustig? Heißen dann wahrscheinlich auch die Trickfilme. Ist der Plan. Weil das ist so ein bisschen der Punkt und da wird es eigentlich ganz interessant, weil du hast gesagt, du würdest gerne die Trickfilme machen. Ist es aber unfassbar viel aufwendiger. Ich plane das schon seit mehreren Jahren eigentlich. Also das ist immer schon so ein Traum. Ich komme eigentlich aus dem ganzen Trickfilmbereich, habe das auch sehr, sehr lange gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es für mich persönlich nicht so befriedigend ist, den ganzen Tag da zu sitzen und am Ende diese eine Sekunde, die man produziert hat, so an sich vorbeirauschen zu sehen. Und dann hatte ich die letzten Jahre ganz gut Erfolg mit dem anderen Krempel, den ich gemacht habe. Und es war immer die Idee, ich will auch irgendwann in diesen Trickfilmbereich zurück. Mhm. Und es ist aber halt sehr, sehr schwierig, weil zum einen ist Trickfilm einfach eine sehr teure Angelegenheit. Und mal Zahlen raus. Also eine Folge Simpsons kostet tatsächlich in der Produktion ungefähr 2 Millionen Dollar. Eine. 25 Minuten. Es kommt halt immer drauf an, wie qualitativ man das machen will. Ne? Wie viel man da auch raushauen will, wie viele Leute daran arbeiten. YouTube hat gezeigt, dass es natürlich auch günstiger geht. Aber ich würde ganz gerne wirklich eine komplette Serie machen. Und eine komplette Serie geht nur im Team. Das heißt, man muss viele Leute haben, die alle irgendwie den gleichen Stil drauf haben und so weiter. Das macht es dann letzten Endes leider immer teurer. Für mich persönlich sieht es jetzt so aus, dass wir ein Budget haben, dass es eine halbe Stunde nicht lustig Trickfilm kostet ungefähr 250.000 Euro. Was immer noch unfassbar viel Geld ist. Unfassbar viel. Aber es arbeiten halt auch eine Menge Leute da dran mit. Und die müssen alle irgendwie davon auch ihren Kühlschrank füllen. Das heißt, man bräuchte jetzt Geld. Und da bist du. Hast du ein bisschen die Idee da? Nein, aber da bist du, finde ich, eigentlich einen ganz smarten Weg gegangen, weil es gibt ja dieses tolle neue Wort, der Crowdfunding. Genau, das ist so ein Schlagwort momentan. Das Konzept ist relativ simpel, dass man nämlich eigentlich
wirklich so ein bisschen den Weg umkehrt. Es ist nicht so, dass man in Produktion geht und man macht irgendwas komplett fertig und zeigt dann den Leuten da draußen, was man gemacht hat und hofft, dass sie dafür auch was bezahlen, sondern man bindet die Fans einfach von vornherein mit ein. Und ich habe, damit das auch ein bisschen ernst zu nehmen ist, mein eigenes Geld erstmal investiert, um die ersten 10 Minuten davon zu produzieren. Viel mehr kann ich da jetzt auch selbst nicht machen, sondern bin jetzt an einen Punkt angelangt, an dem ich sage, diese ersten 10 Minuten stelle ich zur Verfügung auf www.nichtlustig.tv. Kann man sich diese ersten 10 Minuten ansehen. Und wer will, kann das Projekt dann unterstützen und kriegt dafür was. Das heißt, ab 1 Euro kriegt man dann die komplette Folge, wenn sie fertig ist. Ich habe es mal aufgeschrieben. Genau. Von 1 Euro bis 1.000 Euro ist alles möglich. Richtig. Und geht über DVDs inklusive Name als Co-Produzent im Abspann. Man kann im Abspann seinen eigenen Namen haben und so weiter. Einladung zur Premiere. Inklusive Originalzeichnung. Man wird mich sehr besoffen sehen, das ist für 1.000 Euro drin. Das ist auch, das kriege ich auch billiger hin, glaube ich. Ne? Gehen wir nach der Sendung einfach für einen Fuffi hier vorne in die Bar und dann haben wir das auch. Nein, aber es ist wirklich auch ein sehr ambitioniertes Ziel, was du da verfolgst. Ist es denn so, dass viele Leute dann auch wirklich hingehen und den großen Betrag spenden? Das würde mich, also man merkt tatsächlich, dass es natürlich wie bei allem irgendwie, je höher der Betrag wird, umso so weniger wird. Aber es sind einige Leute dabei, bei denen ich echt verwundert war, dass da wirklich so viel dann rumkam. Aber wie gesagt, darum geht es mir auch weniger. Ja, also es ist wirklich, es ist schön, wenn Leute irgendwie 1 Euro geben können, weil sie einfach sagen, finde ich eine gute Sache, würde gerne sehen, wie das weitergeht. Ich glaube, wenn jeder unserer Zuschauer 1 Euro geben würde, ne, hättest du immer noch nicht die 100.000 voll. Aber aber dann hätten wir die 50, um nachher saufen zu gehen. Aber dann hätten wir. Sehr gut, ich glaube, ein schöneres Schlusswort findet man an der Stelle nicht. Joscha Sauer, nichtlustig.tv, sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, weil ich es ein sehr ambitioniertes Ziel finde, diesen Film umgesetzt zu sehen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du dann wiederkommst. Sehr, sehr gerne. Joscha, danke schön. Und bei uns geht es jetzt weiter mit unserer Band aus dem Schrank. Hier sind nochmal aus Stuttgart, Herren Berg. Bitte schön. Ein cooler Move, ne? So, in quasi Reminiszenz an diese Spandex-Hose, die gerade der junge Herr von Helen Beck getragen hat, möchte ich jetzt ein wenig knisternde Erotik hier reinbringen. Und wer könnte das besser als der schönste Mann von Kreuzberg? Hier ist für Sie, für euch, Oliver Marc Schulz und Erotik aus Deutschland. Hey Freunde, ich bin's, Oliver Marc Schulz, der Erotik-Experte von Neo Paradise. Heute gibt's was zu gewinnen. Ja! Und zwar folgendes: Ich erzähle eine erotische Geschichte und ihr müsst erraten, was an dieser Geschichte faul ist. Was stimmt hier nicht? Stellt euch folgendes vor: Ihr liegt nachts im Bett und ihr schlaft ganz tief und fest und auf einmal wird eure Tür aufgebrochen von 20 Polizisten. Es sind aber keine normalen Polizisten, es sind Latex-Polizisten und sie tragen keine normalen Uniformen, sie tragen Latex-Uniformen. Und an ihrem Gürtel haben sie keine Knarren und keine Taschenlampen, sondern schöne lange Dildos, Sexspielzeug. Und dann kommen sie in eure Wohnung, sie schnappen euch und dann fesseln sie euch in euer Bett mit so rosa Plüschhandschellen und dann liegt ihr da so gefesselt am Bett und dann kommt so eine Politesse und stopft euch einen Schnorchel in den Mund und habt ihr so einen Schnorchel im Mund und atmet durch den Schnorchel und der Rest vom Kopf wird so zugeklebt mit so Latexband und aus dem Rüssel atmet ihr nur noch und dann lachen die euch aus und stehen da so und stehen um euch rum, ne? Was ist falsch an dieser Geschichte? Richtig. Die Polizei hat keinen Durchsuchungsbefehl. Tschüss. Jetzt ist einer von diesen Momenten, wo man sich freut.
uns hier in der Sendung stehen zu dürfen, das live zu erleben. Denn wir haben nicht nur die Aufgabe, euch zu unterhalten, sondern es ist auch unsere verdammte Pflicht, euch gute Bands nahezubringen. Ja, diese hier zum Beispiel aus San Francisco. Two Gallons heißen sie, sind unsere absolute Lieblingsband in der Redaktion. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier sind. Ihr aktuelles Album heißt The Bloom and the Blight. Und das werden sie heute jetzt hier präsentieren, die aktuelle Single. Sie sind gerade unterwegs auf Tour. Ihr könnt dieses Album schon kaufen. Gibt's seit September. Das sind übrigens die beiden hier vorne drauf. Ja, da sind sie 7 und 8. Jetzt sind sie ein bisschen älter. Der Drummer, da könnt ihr gleich mal drauf achten, ist ein bisschen wie das Tier aus der Muppet Show. Aber jetzt kommt die aktuelle Single. My Love Won't Wait. Two Gallons. You can try, but it ain't no use. I'll lose it if you cut me loose. You can try, but it ain't no use. I'll lose it if you cut me loose. Hans-Peter kommt, H.P. Baxter. Wer noch? Harry Weinfurt. Harry, was ist da los? Harry Weinfurt kommt auch nächste Woche, H.P. Baxter und auf der Bühne stehen die Mad Caddies. Also, das passiert nächste Woche, das war New Paradise für diese Woche, aber wir lassen euch natürlich nicht einfach so nach Hause, ohne noch mit einer Überraschung um die Ecke zu kommen. Es ist aber ein ganz guter Aufhänger. Es ist ein bisschen Weltuntergangsstimmung gleich, ne? Wenn da jetzt die Tür aufgeht. Lasst uns vielleicht noch ganz kurz sagen, dass am 20.12. auch noch eine Weltuntergangsshow kommen wird, die wir extra machen, aber... Genau, so eine Art Anti-Silvester, ja? Also da könnt ihr einschalten. Am 20.12. ist das. Sie werden sterben. Ja, sie werden alle sterben. Und wenn sie möchten, bis zur letzten Sekunde mit uns hier auf ZDF Neo die große Show zum Weltuntergang. Genau. Am 20.12. um 21:15 geht es los auf dem gewohnten
einen Sendeplatz, aber da wird eine andere Sendung laufen. Seid gespannt. Und jetzt, meine Damen und Herren, wie soll man sagen, die Beta-Version dessen. Hier ist er nochmal, Günther Gabriel. Hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ich sage hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Oh, ich sage hey, 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 hey Boss, ich brauche mehr Geld. Oh, 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 my mama, und ihr seid es. Hey, hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Die Platte kaufen, verdammt nochmal. Ja, nochmal! Hey, 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 Boss, ich brauche mehr Geld. Und Applaus für der Gabriel! Das war's für diese Woche! Vielen Dank! Und bis nächste. Noch einmal für die Kamera. Ihm was aus dieser Biografie vorgelesen hat, tat, also kam es mir immer so vor, als wäre er selber sehr überrascht, was da alles drin steht. Ne? Also war immer so, wow, yeah, I did that. Und jetzt gibt es auch eine Autobiografie von dir. Wie, an wie viel kannst du dich konkret erinnern? Oder ist das für dich auch immer wieder interessant, das zu lesen? Ja, es ist wirklich interessant. Also ich muss sagen, ich habe ja alles selbst geschrieben. Ich hatte zwar einen Ghostwriter dabei, ja, aber der hat nachher so viel gekokst bei mir auf dem Schiff, ja, dass ich das selber in die Hand nehmen musste. Also, es sind wirklich, also es ist natürlich, das Buch war ja begrenzt auf 250 Seiten, nicht wie bei Keith Richard, der hat da 600 Seiten. Ja. Es gibt ja noch ein zweites Buch, was ich vergaß zu erwähnen, ja. Nochmal es gibt natürlich ein paar geile Geschichten und die bin ich auch froh, dass ich die so erlebt habe. Ich muss sagen, mein Leben war unheimlich spannend, ja, bis jetzt jedenfalls. Und da gibt es natürlich auch Lesungen, ne? Also Günter Gabriel liest, ich habe fast Günter Grass gesagt, Günter Gabriel liest aus seinem Buch und da haben wir auch einen kleinen Ausschnitt und das können wir uns mal anschauen. So, geh mal rüber. Das ist dein Platz. Haben wir ein bisschen andere Atmosphäre gewählt. Wenn man mal nicht so gute Zeiten hat, ne, ist es dann eigentlich empfehlenswert, in die Kneipe zu gehen, oder ist das eigentlich eher das, was man nicht tun sollte, so aus der Erfahrung? Also als ich merkte, dass man mich betrogen hatte, 1985, da war jede Jack Daniels Whiskyflasche bis auf den Boden leer. Erstmal. Weil du bist ja dermaßen erschrocken und frustriert auch wegen deiner eigenen Blödheit, dass es so weit gekommen ist, ja. Und da habe ich 2 Jahre wirklich schwer getrunken, ja, aus Frust, ne, um zu vergessen. Es ist natürlich letzten Endes richtig, dass man das macht, damit man den Frust mal los wird. Und deshalb lebe ich auch jetzt noch. Aber irgendwann muss das natürlich aufhören, sonst kriegst du ja nichts mehr geregelt. Ne? Ja, das ist halt die Frage. Ne? Manchmal hört man das dann so ein bisschen romantisieren, dass das dann auch so Familienersatz wird und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da mal so reingucke durch so eine halboffene Tür, dass die Brüder sich da auch oft gegenseitig weiter runterziehen. Ne? Was ist die Realität? Ich bin ja Gott sei Dank Einzelgänger. Ich brauche die Gesellschaft überhaupt nicht. Ich hab das große Glück gehabt, dass ich mir einen Wohnwagen habe schenken lassen, einen alten Zigeuner-Wohnwagen. Da habe ich 10 Jahre auf der Autobahn gelebt, in diesem Wohnwagen, ja. Mit einer alten Ford Granada. Und das größte Glück, wenn du in so einer Scheiße bist, ist einfach nur ein Mädchen, ja. Und da gibt es auch Frauen, die haben so einen Mutter-Theresa-Apparat drauf, ja. Und ich kann es noch erinnern, an Allertaler Tankstelle in A7 bei Hannover. Bist du der Günter Gabriel? Ist das dein alter Wohnwagen? Was ist denn mit dir los? Tolles Mädchen, ja. Stellte sich später raus, Fotomodell, Playboy-Titelbild, Stern-Titelbild und so weiter. Bingo. Und das war natürlich großartig. Und da hat sie gesagt, kann ich mal ein Wochenende mit dir mitfahren? Ich habe natürlich kleine Erektion gekriegt. Ja, ja. Selbstverständlich. Aber pass auf, jetzt kommt. Ja, nicht sehr. Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Sie ist aber 2 Jahre geblieben. Aus dem Wochenende wurden 2 Jahre, so ein bisschen so Uschi-Obermeier. Wie lange hielt die Erektion, ist da die Anschlussfrage. Ich habe heute noch Schwierigkeiten, wenn ich morgens aufwache und der Schatten so über mein Gesicht fällt. Mein Gott, was ist das für ein Wort?
Ja. Und jetzt, pass auf, der Gag ist ja der, also jetzt muss man natürlich drüber lachen, der Gag ist ja der, sie wohnt hier heute in North Carolina, ist mit dem Ami verheiratet, hat ein paar Kinderchen gekriegt und sie hat mir neulich eine E-Mail geschickt und hat gesagt, die 2 Jahre mit dir waren die geilsten meines Lebens. Und das ist es eben. Im Minimum kann es wunderbar schön sein, ja. Also ich glaube nicht, dass es Millionäre gibt, die... Bumsen? Anal... Analverkehr. Ich mach dir den Arsch kaputt. Ich scheiß dich zu, du geiles Schwein. Manege frei für den Rosettenkasper. Poppen, bis der Damm bricht. Ah, gut, ja, da hätte man drauf kommen können. Ja. Von den Machern der Meisterwerke Liebling, ich habe Joko geschrumpft und Liebling, jetzt ist Joko wieder normal groß, kommt jetzt Liebling, wir haben jetzt einen Riesen-Joko. Entschuldigung, darf ich ran? Ja, klar, bitte. Ach, sag mal, wie groß bist du eigentlich? 1,86. Die Rubrik nennt sich das Schweigen der Männer. Regeln erklären sich von selber. Man muss halt einfach die Klappe halten, ne? Jegliche Äußerung von Tönen gilt als Niederlage zu werten. Warum sind wir gefesselt? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Immer auf dieselbe Stelle, ey. Der charismatische Coiffeur Klaas und der juvenile Junggeselle Joko befinden sich im beschaulichen Berlin auf Brautschau. Mit einer pfiffigen Idee versuchen die beiden bezaubernden Burschen endlich ihr lang ersehntes Liebesglück zu finden. Ich glaube, die mag mich. Ja, heißt leider nicht. Für jeden von euch. Ich kenne das. Nein, ich weiß nicht. Sehr schön. Hast du schön gemacht. Super. Jetzt reicht es aber, oder? Schade. Aber für heute hat sich der Traum der großen Liebe beim kühnen Kiebitz Klaas und dem jugendlich wirkenden Jungredakteur Joko ausgeträumt. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp! 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 Ja! Das ist einer der schönsten Momente in meiner Fernsehkarriere. Fernsehpreis, GQ Man of the Year. Scheiß drauf. Tipptopp, Tempelhof-Weltmeister. Wer hätte das gedacht, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, Glückwunsch, auch im Namen meiner Eltern. Ja. Ja. So scheiße war die Idee. Da muss man aufkommen. Ja, ich bin Sachen, wo ich gewinne, die können nicht so schlecht sein. Das war schon eine außerordentliche Zeitverschwendung, dieser Tag. Ja. Tote Zeit, ne? Kriegt keiner wieder. Aus, ja. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen sinnvolle Zeit hier investieren, denn Sie sind extra gekommen aus Stuttgart, meine Damen und Herren. Begrüßt mit mir Helen Berg.
Violetta. Ja. Jetzt wie, du hast das gemacht wie Obama. Ja. Obama, macht ja, nämlich, um, den, um diesen Brother-Dings zu vermeiden, macht er nämlich auch mal so. Mach mal, Joko, so, macht er auch mal so. Ne? Das war cool. Ja, gucken, genau. So. Was hat sie gesagt? Weiß ich nicht. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast heute. Ich freue mich sehr. Wenn man etwas über Höhen und Tiefen im Leben lernen will, dann von ihm. Er hat nämlich beides extrem durch. Ja, mittlerweile hat er sich, glaube ich, in so einer aggressiven Grauzone eingependelt. Er ist ein sehr sympathischer, sehr interessanter Gast, der vom Leben gelernt hat und vielleicht, wenn er gut drauf ist, heute ein bisschen was an uns weitergeben wird. Meine Damen und Herren, hier ist der letzte Punk Deutschlands. Hier ist Gunther Gabriel. Bring doch eine mit, stell dich mir so an, du stehst hier die ganze Zigarren. Hast du auch gejellt, dann ist ganze Jahr. Bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Bring doch eine mit, stell dich mir so an. Du stehst hier die ganze Zierung. Oh. Entschuldigung, Violetta. Ja? Entschuldigung. Ja, Violetta, also das war eine Win-Win-Situation. Warum bist du vor 40 Jahren nicht zu mir gekommen? Vor 40 Jahren. Ja, weil du da auch schon 50 warst, nee. Herzlich willkommen hier bei Neo Paradise. Gunther Gabriel, Was war das für eine Band eben? Die da das ist Hell and Back aus Stuttgart. Ich habe gerade gesagt, der letzte Punk Deutschlands. Der letzte? Ich glaube, so fast der letzte. Wer heißt der? Farin Urlaub hat mal gesagt, mit denen habe ich ja mal ein Duett gemacht vor Jahren mit den Ärzten. Ich bin der Älteste, aber nicht der Letzte. Es werden ja hoffentlich noch viele Punks kommen. Was ist das eigentlich, ein Punk? Also ich maße mir ja kaum an, das zu definieren, aber ich glaube, du kannst das besser beschreiben. Was ist denn ein Punk? Ein Punk ist ja schon mal einer, der mit einem steifen Mittelfinger geboren wird. Ja. Die Geburt, hat mir meine Mutter erzählt, war sehr schwierig. und dieser Mittelfinger ist auch heute noch, man sagt ja hier in Deutschland fälschlicherweise Stinkefinger, das finde ich ekelhaft, ja. Sondern dieser Finger heißt, ich mache nicht alles mit, was die Obrigkeit mir befiehlt, ja. Ja. Also ich bin erstmal dagegen. Ja, hallo, worum geht's mir dagegen? Das ist natürlich. Und das ist eben Punk, ja. Das ist natürlich erstmal so eine Einstellung, die natürlich oftmals, wenn du jetzt mal zurückschaust, ne? Wir haben, glaube ich, sind bei 22 Straftaten, ne? Keine Straftaten. Ich habe nur Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ja, genau. Das ist aber der Mittelfinger, ne? Absolut. Aber neulich hat mal eine Politessin, ja, die wollte meinen Motorroller da nicht geparkt haben, wo ich ihn geparkt habe. Und da hat die mich sowas von beschissen behandelt, ja. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, es geht auch alles ein bisschen netter oder hast du vielleicht deine Spirale falsch drin, ja. Und da habe ich natürlich durch diesen dämlichen Spruch, sie hätte ja sagen können, ich trage gar keine Spirale, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Ja, wie blöd von ihr, ne, dass sie da nicht drauf gekommen ist. Ja, also sowas Doofes, ja. Außerdem ist das doch keine Bella. Ich musste 7.000 Euro Strafe zahlen. Da stotter ich natürlich ab mit 100 pro Monat. Ja. Falls ich es überhaupt noch überlebe, ja. Ach so. Ja, ne? Ja. Dem Wochen. Sie werden erst in 2 Wochen gefunden. Wir hatten mal Ozzy Osbourne in der Sendung, ne? Und Ozzy Osbourne hatte so eine ganz dicke Biografie mitgebracht. Und immer wenn man würde, die Idee ist zu schlecht. Und deswegen gibt es jetzt etwas Neues. Und das kommt hier. Musik, die es aus unerfindlichen Gründen leider nicht in die Sendung geschafft haben. Ganz ehrlich, ne? Und dafür haben wir den Proben gesagt, bau das nochmal neu. Das ist ja noch schlechter als vorher. Ich muss dazu sagen, ich habe in den Proben gesagt, ich hätte gerne am Schluss soll es knallen. Und dieses riesige schwarze Loch. Ja, gut, ne? Aber ist doch viel geiler, wenn das... Nee, absolut, hast du recht. Ja. Es ist schon geiler als vorher, aber es ist halt einfach... Naja, egal. Wir haben halt wirklich immer die Situation... Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Ne? Dann kommt halt irgendwer besoffen morgens wieder in die Redaktion und sagt so, Leute, ich habe eine Idee. Und all diese Ideen haben wir einfach mal aufgeschrieben und haben uns mal die Mühe gemacht, einen ganzen Tag da frei zu machen und zu sagen so, okay, wir setzen das mal um. Und all diese Ideen kommen jetzt hier. Rubriken, die es eigentlich nicht in die Sendung schaffen sollten. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Du.
Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden heute das Rad nicht neu erfinden, aber wir werden es weiterdrehen. Wir hatten erfolgreiche Formate wie Wenn ich sie wäre, Wenn ich du wäre. Spiele, die in die Unterhaltungshistorie eingegangen sind und jetzt kommt eine logische Weiterentwicklung. Ganz genau. Wir spielen heute Wenn ich ich wäre. Ich fange mal direkt an und sage, wenn ich ich wäre, würde ich mir ein Stück Kuchen holen. Kuchen. So funktioniert das nicht. Warum nicht? Weil das so einfach keinen Sinn macht. Da kann man ja alles sagen und einfach, das macht ja keinen Spaß. Klar macht das Spaß und schmeckt super. Vielleicht, wenn ich ich wäre, hole ich mir gleich noch ein Stück Kuchen. Ficken. Totgefickt. Voila, ich bin totgefickt. Angefickt und liegen gelassen. Das war ein bisschen angefickt. Nur ein bisschen angefickt, und ja. Dann habe ich freundliche Grüße und bin davon liegen gelassen, ja. Früher hat man ja gerne mal einen Schein genommen, einen Faden dran gebunden, diesen Schein auf die Straße gelegt, sich in ein Versteck begeben und diesen Schein, an dem man, wo jemand nachgreifen wollte, weggezogen. Ja, ist aber natürlich wahnsinnig langweilig. Wir sind mittlerweile älter, größer, vermögender. Ja, das heißt, wir können das Ganze mal auf eine neue Ebene bringen. Und deswegen haben wir das Ganze heute mit diesem Tresor und diesem unauffälligen roten Seil. Guck mal, die beißt an. Weißt du, wer der Fehler sein kann? Ja. Ich habe die ganze Zeit die Schnur auf Spannung, dann sehen die Leute die ja. Vielleicht gucken wir mal so mal. Verarscht. Da hätten wir kein rotes Seil nehmen sollen. Wenn der sagt aus dem Fahrrad, du Vollidiot. Ach, leck. Naja. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Räuber, Diebe, ging auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit. Sie sind stets für dich. Tipp, tipp, tipp und tipp. Ritter des Rechts. Tipp, tipp, tipp und tipp. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Tipp, 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 tipp und tipp. Ritter des Rechts. Tipp, tipp, tipp und tipp. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was weib und gut. Wird es am Ende alles gut. Tipp, 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 tipp und tipp. Es ist, und da könnt ihr direkt wieder klatschen, heute ein verdammter Feiertag. Es ist wirklich soweit. Auf den Tag. Wir haben ein Jubiläum zu feiern. Wir feiern 7 Jahre Angela Merkel. Woo! 7 Jahre. Das ist ja, lange Zeit. Achso, ich meine, was? Ich habe mich heute den ganzen Tag schon gefragt, was muss schief gehen? 7 Jahre Angela Merkel. Hat sich da irgendeiner beim Zuprosten mit Alkohol nicht richtig in die Augen geschaut? Oder was ist da passiert? Aber ich finde eine Sache ganz gut, auch wenn man jetzt sagt, 7 Jahre Angela Merkel, man sollte sich der Endlichkeit allen Seins bewusst werden. Ja? Alle Dinge, ne? Ihr zum Beispiel, wie ihr da sitzt, ihr werdet alle irgendwann tot sein.
War das der falsche Anfang für so eine gut gelaute Show? Habt ihr es gesehen? Themenwoche ARD. Ich dachte, das ist der neue Claim, so wie mit dem zweiten sieht man besser, ne? ARD, Sie werden sterben. Das hier haben wir uns nicht ausgedacht, das hängt überall. Sie werden sterben, lasst uns darüber reden. Und wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, was man vielleicht auch noch machen könnte als kleines Serviceangebot. Das sind Ideen for free, ja, die können Sie gerne haben bei der ARD. Falls Sie also noch irgendwie ein paar Ideen brauchen, wir wären dabei, wir designen Ihnen das auch. Das zum Beispiel, ja. Sie werden einen beißenden Geruch annehmen. Ja, stimmt ja, oder? Oder das hier, ne? Find ich auch, ich meine, ich finde, man muss alles, ne? Alles, was passieren kann, sollte man wissen. Sie werden unkontrolliert einstudieren. Lasst uns darüber reden. Wie läuft das dann? Schatz, ich habe heute unkontrolliert eingestuhlt. Ich wollte mit dir darüber reden. Einstuhlen allein? Nee, was findest du, vollkacken oder was? Einstuhlen, das ist wie feine Leute das sagen würden. Ja, ach so, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich habe eingestuhlt. Ja. Entschuldigung, wo könnte ich denn hier einstuhlen gehen? Oder das für einige vielleicht gar nicht schlecht, ne? Sie werden ihre Kinder dann nicht mehr erkennen können, ne? Oder kann ich meine Einrichtung noch genießen? Ja, zum Beispiel, wenn man viel Geld ausgegeben hat für Möbel, ja? Ich denke schon, denn sie werden erst nach 2 Wochen gefunden. Lasst uns darüber reden. So! Wir haben, Auch war es das schon? Das war es erstmal schon. Aber auch war es das wirklich schon? Ich hatte gedacht, das so viel zu den guten Ideen, ja? Wir hatten aber auch, wie jede Woche, auch ziemlich viel beschissene Ideen. Aber ich finde, auch beschissene Ideen sollten es irgendwie in die Sendung schaffen. Obwohl man eigentlich sagen würde,